Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, ich habe mal eine ganze Weile offline gefarmt und habe mir hier mal Power Cells neue eingesetzt, dass wir Strom wieder für die Welt los haben. Die war ja auf 200 runter, glaube ich, oder so. Und ja, ich glaube, ich möchte mit dem Ding mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Vielleicht da hinten, also es erstmal hieß es immer wieder, ja, fahr doch mal ein bisschen mit dem Schiff rum. Ich habe ja lange nichts mehr damit gemacht. Aber Medipack sollte ich mir vielleicht noch reinziehen. Habe ich hier welche? Ja. Habe ich. Gut. Genau, so. Ja, ich sollte mal ruhig wieder ein bisschen mit dem Schiff fahren. Das habe ich ja eine ganze Zeit nicht mehr. Die stand ja hier nur noch rum. Das stimmt. Und naja, dann kam der gute Vorschlag, ich sollte doch mal einfach... warte mal. Moment, wir haben was vergessen. Wir sollten schon die Seemotte mitnehmen. Das wäre nicht unpraktisch, würde ich sagen. Das sollten wir wohl schon machen, die Seemotte mal mitnehmen. Die ist hier aufgeladen. So, und naja, wenn ich da nochmal Quarz sammeln will, und ein bisschen Quarz könnte ich schon noch gebrauchen, dann wäre es ja ganz clever, mit der Ventilos dahin zu fahren, weil ich habe da Locker drin und alles Mögliche. Dann habe ich auch genug Möglichkeiten, Sachen aufzunehmen. Und es kam auch nochmal der Vorschlag, ich könnte mir eigentlich dahinter in diesem Gebiet, wo jetzt diese Mercury-Markierung ist, ja, vielleicht mal eine Base bauen. Könnten wir mal gucken. Also es wird jetzt, wenn dann keine große Base werden, sondern nur was Kleines. Damit ich da, keine Ahnung, können wir mal im Dunkeln sitzen und rausgucken oder so. Sieht ja vielleicht ganz nett aus auch. Die schwimmenden Inseln würde ich ganz gerne mal wieder finden. Das kam auch der Tipp, ich soll mal ins Wiki gucken. Jetzt habe ich mal im Wiki geguckt und habe da auf die Map-Sektion geklickt. Da hat irgendein Spaßkeks anscheinend das Wiki kaputt gemacht und da ist keine richtige Karte mehr drin, sondern irgendwelche zwei, weiß nicht, irgendwelche Bildchen oder sowas. Das heißt, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wo die schwimmenden Inseln sind. Wow, hier sind hier einige von den Dingern da. War das ein Reaper oder war das ein Wal? Okay, alles klar. Die Reaper sollen mittlerweile verteilt sein auf der Map. Die sind nicht mehr alle bei der Aurora. Die ja, kann man jetzt wohl überall antreffen. Dann hoffentlich will nur einen einzelnen, wobei das reicht ja auch, ne? Einer. Mal gucken. Soweit hätte ich das gar nicht in Erinnerung hier mit dem Mercury, aber meine Boje lügt ja nicht. Und auch auf der Insel, auf der wir schon zweimal waren, soll man jetzt Materialien farmen können. Ich vermute aber, dass es noch keine sind, die es nicht auch woanders geben würde. Deshalb würde ich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ungern zur Insel fahren, weil da halt eben auch nicht wirklich viel war, muss ich sagen. Oh, hier ist richtig viel Salz und ich würde sagen, hier gehen wir schon mal los und Moment, ich werde mich mal eben ein paar Sachen entledigen. Da, das kann alles weg. Das behalten wir mal drin. Genau. Und los geht's. Und hier, du kommst mit fürs Aquarium und die anderen werde ich jetzt gleich mal... Nein! Nein! Egal. Drei. Wenn man die falsche Taste erwischt... Ich wollte sagen, wo ist denn mein Messer? Jetzt habe ich die ja schon wieder abgesetzt. Nein! Oh, sag mal, bin ich jetzt zu viele verschiedene Spiele, glaube ich. Ich glaube, zu viele Spiele. Ich komme gerade mit der Steuerung durcheinander. Ja, jetzt. Bist du wohl? Genau, okay. Nehmen wir das Salz mal mit. Und... Jo, okay. Aber Salz habe ich zwar noch sehr viel, wobei kann ich natürlich auch für Wasser gebrauchen.
Ach, wie viele hier rumschwimmen. Die sind hartnäckiger, ne? Die sind, ich glaube, ja, doch. Ich hätte ganz gerne ein bisschen Hintergrundmusik, das wäre ganz nett. Den nehmen wir mit. Der sieht, glaube ich, ganz nett aus im Aquarium. Hm, ja, doch. So, und wir wollten ja auf Quarzjagd gehen, genau. Und dann können wir da unten gleich mal runter. Und warum nicht einfach mal alle Taschen voll machen? Hier sind viele Fische. Hier sind richtig viele Fische. So, zu diesen Reaktoren hat mir Blutengel was geschrieben. Die sind nur, na, nicht nur Blutengel, auch jemand anders. Aber, sorry, habe ich den Namen gerade auch nicht. Liegt aber daran, dass Blutengel eigentlich in jeder Folge eigentlich immer recht viel Sachen schreibt. Von daher ist es nicht so schwierig für mich zu merken. Hat sich da jetzt ja über Monate etabliert. So, den Beacon packen wir auch mal weg. Wir schwimmen mal weiter. Die sind nur so halb drin. Also, ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob die noch nicht ganz funktionstüchtig sind oder ob man sie schon aufstellen kann, aber die machen noch nichts. Irgendwas in dieser Art. Genau wie dieses Quecksilber. Das macht auch noch nichts. Wow, okay. Ich sollte mal ein bisschen weiterfahren. Ich komme da nicht hoch. Ich habe mich da irgendwie gerade ein bisschen verfranst. Machen wir das mal. Fahren wir hier mal ein bisschen weiter und... Ach komm. Ich werde doch wohl noch... So tief werde ich doch wohl noch kommen hier, oder? Kann doch nicht angehen. Wo war denn jetzt meine Boje? Da hinten war meine Boje. Da war das schöne Gebiet, ne? Dann fahren wir da mal hin. Weil hier ist es ja gerade noch nicht wirklich schön. Bin ich wohl abgedriftet hier? Nee, die ist hier. Bin ich jetzt gerade an vorbei? Oh, hier war doch ein schönes Gebiet unten. Wo ist denn das hin? Das war tiefer, ne? Das waren 500 Meter oder sowas. Aber hier kommt doch eine... Ne, kommt nicht. Man kann nicht wirklich viel sehen gerade. Hm. Habe ich mir jetzt anders vorgestellt, den Ausflug. Dreh da mal um. Und fahr mal in die Richtung. Irgendwo ging es doch hier tief runter. Und da, wo es tief runter ging, da wollte ich hin. Da hinten kann man wieder durch meine Basis gucken. Das haben sie immer noch nicht gefixt. Da sieht man richtig die Außenansicht. War jetzt mal direkt in die Richtung, wo die Boje ist. Und die Boje hatte ich hier zwischen diesen Steinen abgestellt, ne? Genau, das war es, glaube ich. Die hatte ich da abgestellt. Okay, dann schnappen wir uns jetzt mal die Seemotte. Mal mit der durch die Gegend. Und ich glaube mal, dass All systems online. Quecksilber sammle ich hier dann noch nicht ein. Weil ich weiß nicht, ob das respawnt und wenn ich das jetzt hier abfarme und das vermutlich erst in der nächsten Version des Spiels richtig benutzbar ist, dann wäre das ja irgendwie unclever. Ich würde sagen, wir fahren hier einfach gleich mal weiter und versuchen, diese schwimmenden Inseln zu finden. Ach, hier unten sieht es ja interessant aus. Kommt da eine Höhle oder so? Oh, Moment, das war Lithium hier, ne? Ja, genau. Ja, dann gehen wir da doch mal mit der Seemotte eben runter. Können wir eigentlich auch mal eben aufklopfen? Salz habe ich so wahnsinnig viel. Da
Salz habe ich wirklich wahnsinnig viel. Okay, gucken wir mal, was da unten ist. Aua, armer Fisch. Tut mir leid. Ach, hier kommen wieder diese leuchtenden... Okay, hier war ich auch schon mal. Hier unten ist aber nicht viel, glaube ich. Hier sind keine Quarze oder so mehr. Okay, das läuft gerade gar nicht so, wie ich das möchte. Deshalb würde ich jetzt einfach mal an dieser Stelle schneiden und versuchen, in ein anderes Biom zu kommen. Und dadurch, dass mein Schiff ja ein bisschen länger braucht, sehen wir uns gleich wieder. Ah, da sind wir wieder. Das war doch gleich nebenan. Aber es geht hier schon tiefer... schon tiefer runter. Okay, hier steige ich jetzt mal aus. Genau, hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin und hier können wir ja mal ein bisschen durch die Gegend düsen. Nehmen wir nochmal die Seemotte mit. Genau. Und ja, das sieht doch schon mal nach Quarz aus hier. Und da können wir auch ein paar von den leuchtenden Fischen mitnehmen. Ah, ein Diamant. Ah ja, das ist Quarz, okay. Genau. Das sieht sehr hübsch aus hier. Moment. So. Genau. Foto und den wollen wir nicht. Wo sind denn die anderen Fische, die ich wollte? Also im Dunkeln ist ja richtig schick hier, ne? Wow, das geht da noch tief runter. Ich würde sagen, dann kriege ich erstmal hier die Oberfläche. Ah, noch ein Ei. Bisschen aufpassen müssen wir hier. What the fuck? Wo? Okay. Unangenehm. Unangenehm. Ich sollte lieber halt mal eben schnell das Quarz aufsammeln und dann hier weg und habe ich eigentlich meine Propulsion oder Repulsion Cannon dabei? Nee, ne? Die nehme ich mit diesem Schick hier. Die können wir ins Aquarium packen. Wo ist er hin? Da ist noch Quarz, das hätte ich ganz gerne. Ich frage mich, ob das hier unten immer so dunkel bleibt oder ob man hier den Tag-Nacht-Rhythmus schon. Ein bisschen Musik wäre jetzt nicht schlecht, finde ich. Es ist so ruhig. Dafür hat das Spiel wirklich zu nette Hintergrundmusik. Die könnten sie ruhig öfter mal einblenden. So, hier müssen wir raus. Und nochmal fliegenden Wechsel hier. Na, komm. So. Die hat ja noch Strom, die muss ich jetzt ja noch nicht vollladen. Jo, Quarz, schön. Das sieht noch nicht schlecht aus. Die Fische dürften sich ja auch halten. Achso, der ist gekocht. Der ist schon decomposing. Naja, okay, egal. Dann soll er halt decomposing sein. Ich glaube, meine Waffen habe ich jetzt nicht mit, ne? Nee. Nee, die habe ich... Ärgerlicherweise... okay. Ich bin waffenlos. Gut, muss ich irgendwie mit umgehen. Darf ich mich halt nicht erwischen lassen, ne? So, da ist noch ein Quarz und ein Diamant. Na? So. Hin und dann gehen wir hier mal in die Tiefe. Sind da auch bestimmt irgendwelche Höhlensysteme. Auf jeden Fall ist hier richtig viel Quarz. Und ich finde... Und die besagten Haie. Das ist, könnte ein Problem werden. Der hat mich gerade richtig gerne. Ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht immer noch hinterher. Boah, guckt euch das an.
Wahnsinn. Wobei, das ist alles Diamant, ne? Das ist kein Quarz mehr. Ach nee, das ist Aluminiumoxid. Das war's ja. Und das ist auch noch... Doch, das ist schon richtig drin. Gut, dann sammeln wir das ein. Das wird garantiert mit dem nächsten Update für irgendetwas wichtig werden. Das war richtig viel davon. Cool, jetzt bin ich mal gespannt, was wir damit dann craften können. Da bin ich mal echt gespannt. Sieht auch schick aus, wenn das hier so... Gut, dass ich den Rebreather habe, weil bei 400 Metern... Ja. Das ist schon ziemlich tief hier. Bin gespannt, ob es hier noch irgendwie... Ach, guck mal. Wir können da richtig eintauchen, ne? Das ist wieder Diamant, genau. Das sieht aber cool aus, muss ich. Das sieht aber richtig cool aus. Obwohl das gar nicht so richtig rüberkommt, ne? Wahrscheinlich. Auf dem Foto werden wir mal gucken, wie gut das zu sehen ist. Und was ist das? Ach, das ist Salz. Das sieht richtig blass dagegen aus. Richtig gräulich dagegen aus. Na, Inventar voll oder wie? Nee. Mit Musik wird das jetzt echt viel netter, muss ich sagen. Wird mir gefallen. Ja, und zur Frage, ob man hier Tageslicht sieht, die ist ja auch beantwortet. Jo, sehr gut sogar. Außer da vorne, da kommt ewige Dunkelheit. Das sieht cool aus. Das sieht, ich weiß gar nicht, wovon ich ein Foto zuerst machen soll. Und welches ich nehme dann nachher. Da ist ja sowieso nie das Foto wird, von dem ich dachte, dass ich es nehme. Sage ich es jetzt auch gar nicht. Muss mich dann mal wieder entscheiden. Aber hier würde ich ganz gerne jetzt meine Folge verbringen. Mein Hunger nimmt wieder zu. Von daher würde ich jetzt ganz gerne erstmal versuchen, ein paar Fische zu fangen. Die mal eben direkt zu essen. Ich glaube, dafür müssen wir wieder ein bisschen höher. Hier unten ist, glaube ich, nichts mit Fischen. Wäre eigentlich ganz cool, wenn man so einen Knochenhai mal killen und auseinandernehmen könnte. Das würde ich gar nicht so unpraktisch finden. Ich weiß, ich habe hier noch zwei Fische, aber... Ja, den Decomposing... Ach, pass auf, komm, den essen wir einfach. Ich glaube, ich habe hier noch was zu trinken drin, ne? Geht doch. Das erste Hilfe-Kit nehmen wir mit. Und... Nee, komm, da gehen wir raus. Ich möchte die Seemotte jetzt eigentlich noch nicht andocken hier. Ich würde schon ein bisschen in die Richtung ganz gerne. Wo ist denn... Pass auf, wir docken die mal hier doch eben an. Und laden die auf. Oh, die müssen wir schweißen. Auf jeden Fall müssen wir die jetzt schweißen. Das wird gleich mal ganz wichtig werden. Ja, die zieht mir das Schiff leer, ne, vom Strom. Da habe ich ja so ein bisschen Bedenken. Wobei, ich habe noch zwei Power Cells in Reserve. So ist es nicht. Ich kann hier noch Sachen machen. So, wir gehen hier mal weiter runter. Will ich mal versuchen, da unten in diese Höhlenlandschaft wow, einzutauchen. Das sieht cool aus. Aufpassen, dass ich hier nirgendwo aufsetze. Das war doch die Richtung, ne? Wo ich hin wollte. Ich denke schon. Ja, doch, das sieht nicht schlecht aus. Wow, was ist das denn? Warte mal. Okay, nun Helikopter. Ich dachte, hier stürzt ein Flugzeug ab. Mann, oh Mann, dabei wohne ich gar nicht in der Einflugschneise. Also wenn du dann sowas hörst, dann wirst du auch nervös. Nee, Augenblick. Jetzt klang aber auch nicht gesund, muss ich sagen. Der Heli.
So, einmal eben raus, schweißen und... Dann geht's hier weiter. Ich habe doch den Welder dabei. Nein, das wollte ich nicht. Den Welder wollte ich nehmen. Ah ja, Rechtsklick. Okay, so war das. Ja gut, ne, bevor die mir ganz kaputt geht, der Knochen hat ja da ganz gut hingelangt. Ne? Na, oder ich... Vielleicht liegt es an der Tiefe auch, dass sie da nicht so viel aushält. Okay. Dann untersuchen wir hier mal das Höhlen. Betrachte das mal als Höhle. Das würde ich aber dann in der nächsten Folge machen. Ja, ich weiß immer, wenn es spannend wird. Aber hier schippern wir mal rum. Würde ich sagen, sieht für mich sehr interessant aus. Ich habe da voll Lust zu. Gudi, okay, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn ich mich anfangs verfahren habe, aber dafür kann man ja schneiden, sag ich mal. Ah, okay, da oben geht es doch nicht weiter. Und ich bin gespannt, was wir hier finden. Vielleicht hier noch irgendwelche versteckten neuen Sachen. Vielleicht sieht es aber auch einfach nur cool aus. Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, Musik kommt noch und ja, dann wird es auch besser. Bis dann, tschüss.